Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Hier liegt was Glänzendes, das wollte ich euch nicht entgehen lassen. Ja, in der letzten Folge haben wir die erste Arena erledigt und guckt euch mal an. Boom, links. Jetzt sehen wir ja unseren Orden, sag ich mal. Was wir zu einem Bild zusammenfügen müssen. Und ja, wir haben außerdem Lauch gefangen. Porenta, Galapolenta, was ein Kampf-Pokémon ist, richtig krass. Und ja, wir gehen weiter. Wir müssen zu Route 5, damit wir. Jetzt die Kate, die zweite Arena-Leiterin, herausfordern müssen. Und ja, wir sind wieder auf dem Weg. Da ist direkt wieder so ein Teil. Machen die irgendwie einen Stair auf oder warum sind da immer drei von denen? So, da ist eine. Oh, Wechsel. Das ist ein Teil, unter allen Umständen ausgetauscht werden kann. Ah. Und oh Gott, da kommt ein Ding auf uns zu. Gott. Velsursi. Velursi. Dass die Feindwinkel von diesen einen Pokémon oder ein Smash vorkommt, ne? Ich meine, du bist normal. Ich habe mich soweit Dings gespielt. Sonne und Mond, als dich zu kennen. Ja. Irgendwie so weit nicht so zwei Insel-Herausforderungen oder so gemacht, nur. So, Pokéball, flieg, flieg. Au. So, du kommst natürlich nicht in mein Team, du bist nicht neu. Eiskalte Regel. Boom. Das war viel einfacher. Sollte Lauch vielleicht an erste Stelle bringen, weil Lauch ist auch irgendwie voll stark, habe ich so ein Gefühl. Normal Kampf, sein Pelz ist wunderbar flauschig. Mag man es jedoch, dieses zu berühren, setzt sich ohne Rücksicht auf Verlust zu Wehr. So, und ich will mir angewöhnen, jetzt geht's mal zu gucken. Initiative, nee. Dann immer direkt gucken, ob irgendwie Pokémon direkt irgendwie competitive bereit sind oder nicht, weil hier haben wir schon ein paar, von denen ich glaube, die könnten, also die sind jetzt nicht, aber die haben wenigstens das richtige Wesen und so, vielleicht schon mal, also weiß ich nicht, denke ich mal, die haben vernünftiges Wesen. Jedes Mal, wenn ich so eins, oh, warte mal, ich mache das so, mach das strategisch hier, pass auf, ja, Flauschling. Ja, ich würde dich einwechseln und dann mache ich den hier. Wenn ich dich jetzt einwechsel, heilt sich Flora wieder. Intelligent. Ups. Okay. Ah, nee, du bist Fee, ne? Nee, okay. Ich dachte, du wärst Fee. Fee ist doch anfällig gegen Feuer, ne? Für mich ist Fee noch neu. Also. Jetzt so blöde Fragen kommen mir so, hä, warum weißt du ja nicht? Ja, als ich das Spiel gespielt habe, da gab es noch gar keinen Fee. Erste Spiel, als ich gespielt habe, da hatten die noch nicht mal Unlicht oder Stahl. Ja, Unlicht und Stahl waren mal neue Typen. Ihr wusste das nicht, so ich werfe jetzt den Ball, so schon wieder so ein Kampf, auf den ich gar keinen Bock habe, oder habe ich einfach einen Ball und fertig, wird schon funktionieren. Boom. Und dann halt sich das Viech wieder hoch und dann, oh, hab so weit ich keine Lust. Ey. So, ich habe so gefunden, unser Team ist schon wieder viel zu stark. Die Menge an Zucker, die es pro Tag verschlingt, entspricht seinem Körpergewicht. Bekommt es nicht genügend Zucker, wird es unausstehlich. Okay. So, und da war ein Ausrufezeichen. Darauf habe ich mal gewartet. Jetzt mal gucken, mal hier. Spezialverlierung, Spezialangriff hoch, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Ding Spezialangriff ausgelegt ist. Oder physisch.
Sieht irgendwie beides irgendwie gleich aus. Also ja, boom. Dann irgendwann, wenn ich das Spiel durch habe, so Strategien angucken und so. So. So, da waren Ausrufezeichen im Boden. Ah, dann ist schon wieder weg. Das bedeutet, da verbirgt sich ein Pokémon. Da hat man ein Ausrufezeichen gesehen und boom. Das bedeutet dann mehr oder weniger, erwartet ein etwas seltenes Fragezeichen Pokémon drinne. Und ja, da habe ich irgendwie so herausgefunden. Und ja, so können wir aber noch mehr Pokémon stolpern anscheinend. Ich habe schon wieder vergessen, Lauch hier erst stell zu bringen. Das ist immer noch nicht eine Vorentwicklung von dem Ding geht, weil ich gesehen habe. Entwickelt sich denn das dann? Schon Level 19, ist ja schon relativ spät eigentlich, ne? Ja. Ja, vom Xiao gibt es irgendwie zwei Versionen, ne? Einmal männlich und weiblich, oder? So. Pokéball fliegt. Hat aber mich für eine Millisekunde gesehen, so wie in einem Horrorfilm. So. So ein Jump Cut. Alles klar. Also mit dem Fangen haben wir schon mal drauf hier. Ich mag es immer noch nicht, dass man Erfahrungspunkte dafür kriegt. Dass alle Erfahrungspunkte kriegen, ey. Sein Gesicht ist stets ausdruckslos. Grund dafür ist die enorme Anstrengung, die es aufbringen muss, um seine Psychokräfte zu kontrollieren. So. Es waren wahrscheinlich einige. Boah. Weg. So, wie du kannst nicht flüchten. Okay. Level 21, ey, warum ist das Ding so krass stark? So, wir checken das Ding aus und ja, falls ihr euch fragt, warum ich immer direkt auschecke und aber Spezialverteidigung runter. Ja, wenn ein Verteidigungswert runtergeht, das ist schon mal nicht gut. So, am besten wäre irgendwie so mäßig oder hart. Also wo irgendwie Spezialangriff hochgeht und Angriff runter und umgekehrt. Ja, damit kannst du nicht viel falsch machen. So, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Das sagt mir gar nichts. Pokémon Hort. Kelten. Ist aber auch lang. So. Da war wieder ein Ausrufezeichen. Heißt, da ist wieder ein Pokémon. Also ja. Ich glaube, da hat sich dieses Pudding-Pokémon versteckt. Wenn ich mal gesucht habe. So, wir müssen erstmal hier Lauch nach vorne packen, weil Level 19. Oh Gott. Da ist ein Trainer. Warten, Koch. Sieht aus wie ein Koch. Da ist ein Koch. Ja, der Grund, warum ich direkt Pokémon in die Bank reinpacke, ist, falls ich über ein Pokémon stolpert, ein gutes Wesen hat, dann möchte ich nicht unnötige EV schon mal verteilen. Weiß ich nicht. Ich habe dafür es irgendwie besser, wenn ich das schon vorher irgendwie dafür sorge. Damit nicht, weiß nicht. Wenn nicht so lange dauert später. So, hi. Da bin ich bei meiner Suche nach Bären doch gerade auf einen Pokémon-Trainer gestoßen. Ich glaube, ich gehe mal nach oben und nach rechts. Ich glaube, hier ist schon wieder richtig. Küchenchef David fordert dich heraus. Oder David. Knappapfel. Was? Das ist ein Apfel. Du hast gerade einen Apfel in den Kampf geworfen. Okay, Level 20. Ich nehme an, du bist Pflanzen. Doof. Ist so krass der Teil. Das dürfte nicht viel. Was? Wir haben aus dem Apfel ein Pokémon gemacht. So, ja, und der Angriff ist stärker gewesen und du warst weg. Cool. Hätte ich meine Pokémon doch nur eine Beere gegeben, als es nicht gut und seine KP stand. Weil es nach einem Angriff.
Jedes Pokémon bevorzugt andere Bären. Man kann also nie genug davon sammeln. Na, darum sehe ich ein Camp. Oh, wir kommen so oder hin. Alles klar. Oh, ich habe ich gesehen. Anziehung. Ausrufezeichen. Ja, Ding bei so Ausrufezeichen Sachen ist, Hallöchen. Wir sehen nicht, um was für ein Pokémon es handelt. Und da ist diese Entwicklung von diesem Käfer, glaube ich. Ja, steht auch sehr effektiv. Warum ist das sehr effektiv? Ist das nicht Käfer? Wie, du weißt nicht, was für ein Typ das Pokémon ist. Ja, Reflektor. Das ist vielleicht nicht schlecht. Okay, versuchen wir nochmal jetzt. Mein Zocking ist jetzt zwar stärker, aber du hast jetzt Reflektor an. Also Bams, ja. Konfusion. Du bist Psycho? Du bist ein Psycho? Okay. Geh rein. Ich werde nicht so viel Pokémon fangen, weil ich dann voll irgendwie überlevel. Was für mich das Spiel schon wieder zu einfach macht. Was bedeutet das Spiel, wird zu langweilig für mich? Weiß ich nicht. Käfer Psycho, obwohl es sich fast nie bewegt, zusammenleben. Soll Psychokräfte in ihm erwacht sein, als ohne Nahrung in seinen Panzer ausharrte. Okay. Und da habe ich ein Camp und wie es der Zufall so will, muss ich mich Angriff und Verteidigung unter wieder ein Kackwesen. So, das war zum Angeln, aber check ich jetzt nicht aus. Und ja, du, lass mich mal übernachten in deinem Ding. Wenn du leckeres Essen auf den Tisch zauber, möchtest du dir Trick rein bei ausreichender Hitze regelmäßig umzurühren. Wenn du einen Topf glitzert, dann bist du auf dem richtigen Weg. Suche mal mein Pokécamp und stell deine Kochkunst unter Beweis. Pokécamp von Erik. Oh. Schön. Guten Tag, Knospier ist echt total fröhlich, oder? So, kochen wir. Wir kochen. Wir müssen in jedem Camp einmal kochen, so. Jetzt wird gekocht. So, ich mach mal 5 von den Dingern hier rein. Blip. Alles bereit. So, und jetzt mache ich wieder einen auf Jamie Oliver, Gordon Ramsay vereint. Mostlichter. So kocht man vernünftig. Pass auf, ey. Feuer, Feuer, Feuer. Oh, guck ich das an. Guck ich mal ein Pitcher an. Und jetzt hier. Oh, da habe ich einen Trick herausgefunden. Oh, ich mache einfach mit der rechten an. Oh, irgendwie viel schneller. Guck mal, wie langsam denn da unten. Guck mal, wie schnell ich umgehe. Und jetzt. Oh ja. Bonk. Ich weiß nicht, weil man da reinwerfen muss. Muss man das in diesen gelben Kreis oder da drunter? Ich weiß das nicht. So, Pichu sieht voll irgendwie verstört aus. Süßes Pilzcurry. Pilze. Curry. Mamma mia. Und der Mario Master sagt, man muss langsam umrühren. Gute Klasse, Hokumil. Warum muss man dadurch Erfahrungspunkte kriegen? Kriegt man nicht schon durch genug Quellen irgendwie Erfahrungspunkte? Guckt euch das an, ey. Oh. Da finde ich ein bisschen, finde ich echt nicht nötig, ey. So, hi. Es fällt nun eine Demonstration der Pokémon, die ich höchstpersönlich großgezogen habe.
Ja, Theresa. Dann zeige ich dir mal, was ich großgezogen habe. Picochilla. Oh, du bist normal hier. Lauch. Zerstör das Teil. Was, du bist schneller. Aua. Weil wieder nur so ein Stein aus dem Boden kommt. Mamma mia. Mamma mia. Ah. Fuibilia. Fuibilia. Das ist aus Sonne und Mond, oder? Glaube ich. Kameradschaft. Was? Ich bin Solo-Kämpfer. Angriff. Wie kannst du es wagen? Oh. Keine Ahnung, irgendwie sieht Lauch aus wie so ein typischer Shonen Hero irgendwie. So ein Shonen Anime. So ein Hauptcharakter. So. Aber rat mal, Zonkling wird stärker, je öfter ich sie einsetze. Ja, Zonkling jetzt von Anfang an 40 Schaden macht, ist auch ganz schön extrem. Ich weiß nur, als er 20 Schaden gemacht hat. Ich habe jetzt nicht weit, welche Attacken ich am besten verwenden sollte. Nicht Kameradschaft. Should have aimed for the head. Und da hinten ist noch einer direkt. Wenn vorhin von einem wilden Pokémon folgen, bin auf der Flucht ziellos durch die Gegend geirrt. Wie blöd bist du eigentlich? Mein Pokémon-Partner haben mich, meine Partner-Pokémon haben mich auf eine ganz besondere Weise trainiert. Da wirst du gleich sehen. Das wirst du gleich sehen. Werde ich das? Pokémon-Züchter Bradley fordert dich heraus. Velursi? Ach du. Hast du nicht normal Kampf? Warst du nicht tot? Du bist jetzt tot. Ist ja dummer. Steht sogar sehr effektiv. Warum überlege ich überhaupt? Doof. Denkst du, hast einen silberneren Blick als ich? Nein. Frisst das. Bonk. Und du bist weg. Trassler. Das heißt, es gibt gerade wo in diesem Spiel. Es gibt nur eine limitierte Anzahl von Pokémon in diesem Spiel, ne? Ich kenne das. Ja, schon kommt jeder. Ja, wird irgendwie ein Gardevoir in seinem Team haben. Irgendwie das irgendwie als Pokémon, das ich so am meisten irgendwie in Let's Plays oder so im Team sehe. Das ist tot langweilig, ey. Jeder hat ein Gardevoir irgendwie am Ende spielt. Oder ein Lucario, wenn das möglich ist. Ich brauche nicht so Mainstream-Sachen. Dich wollte ich in Sonne und Mond, glaube ich, mein Team haben. Bis Käfer? Flug? Jedenfalls nichts, was Lauch hat, irgendwie, glaube ich. Ich habe nichts anderes, glaube ich, das Ding. Wirbler. Absorber. Oh, cool. Das ist nicht sehr effektiv. Geht's da drum, mach mal einfach. So bist du KVP. Oh Gott. Das ist sehr effektiv. Oh Gott. Also wieder zu Lauch hoch zu trainieren. Kuro. Oh, eine größere Attackenvielfalt irgendwie. So. Sternenschauer. Oh ja, ja, ja. Da. Ein Pokédex könnte ich ja nachgucken, was für ein Typ das Ding hat, ne? Oh, das hast du jetzt nicht gemacht. Bringt der überhaupt was? Ich glaube, du stirbst jetzt sowieso. Meine GSKO. Pokémon sterben nicht. Außer Trainer Blaus Radikal. In Rot und Blau. Sehr berühmte Theorie. Ränkenspiel. Oh. Spezialangriff stark. Das hätte ich gerne. Oder ist der nee, Spezialangriff ist höher. Dann tun wir das hier. Das war, glaube ich, doch. Ich habe zwei. Aber ich muss Raub irgendwie rausnehmen irgendwann. Weil er passt irgendwie zu gut zu diesem Pokémon.
Pokémon sind Lebewesen. Man kann sie nicht zwingen, so zu werden, wie man das möchte. Doch irgendwie schon. Pokémon passen sich irgendwie an den Trainer an. Wenn Trainer seine Pokémon beachtet, dass die selbstständig Lebewesen sind, dem zeigt sich völlig neue Möglichkeiten auf. Ist das nicht irgendwie so? Pokémon werden böse, wenn sie böse Leute gehören, ne? War das nicht so? Also ja, irgendwie kann man schon irgendwie aufziehen. Aber egal, wir müssen jetzt zurück. Wahrscheinlich hätte ich da drin geheilt werden können oder so, pass auf, aber bevor wir irgendwie auch machen. Erst habe ich gedacht, man könnte irgendwie hier diese, man kann auf die Box jederzeit zugreifen, irgendwie abusen. Also ich packe ein Pokémon in die Box rein, hol es dann wieder raus, in der Hoffnung, dass es voll geil wird, aber das funktioniert nicht, habe ich mal probiert. Weil normalerweise, wenn du Pokémon in der Box rein tust, dann werden sie voll geheilt, aber wenn du das so von hier machst, dann geht das auf jeden Fall schon mal nicht. Was ja eigentlich Sinn machen würde, weil dann wird das Spiel noch einfacher sein. So, wir gehen weiter übrigens. Wer bist du? Hi, willkommen beim Pokémon Hort. Ich nehme hier ein Pokémon von Trainern in Pflege. Ach, du bist die Pension. Mit zwei Pokémon gleichzeitig ab jetzt kann es vorkommen, dass ein Ei gefunden wird. Solltest du mehr über das Thema wissen wollen, spreche am besten mit meiner Großmutter drin. Nö, will ich nicht. Hallöchen. Wo bist du denn? Es ist ein Toxel. Ja, es ist ein Toxel. Ich habe ein Ei gefunden, bin damit rumgelaufen. Jetzt ist das auf sein Toxel geschlüpft. Ich möchte, dass du es trainierst. Es ist ein schockierend putziges Pokémon. Dreht mir einfach dieses Ding an, ey. Toxel wurde ein Eintrag. Elektrogift. Das Gift auf seinen Giftsack in seinen Körper, sondern es über die Haut ab, rührt man es, bekommt man einen lebenden Schock verpasst. Nee. Toxel. Das hier kannst du auch haben. Gibst du sie einem Pokémon, kannst du sein Training damit beschleunigen. Als 5-mal EP-Bonus. XS. Ja, weil Erfahrungspunkte sind das, was ich gerade am wenigsten hatte. Was hältst du, wenn du deine Raids bestreitest? So. Toxel. Level 1. Und du bist neutral auch. Hasenfuß. Sein Unlicht, Geist oder Käferattacke getroffen, bekommt es Angst und seine Initiative steigt. Okay. Robust ist hinterhältig. Weißt du, es gehört mir, obwohl es irgendwie. Weißt du was? Das macht das Ding schon wieder ansprechender, da es jetzt auf Level 1 ist. Okay. Willkommen im Team vorerst. Ich will sehen, was ich mit dir anrichten kann. Hoch, willkommen. Hast du irgendwelche Fragen? Tschüss. Alles klar. Gut, du bleibst fürs erste im Team. Herzlichen Glückwunsch. Ich will mal sehen. Level 1. Allein weil es schon auf Level 1 ist, dass ich jetzt hoch trainieren muss, macht das irgendwie ansprechend. Ne? Ja, Pokémon ein ausschaltet, ist hier mit dem in der richtigen Adresse. Was sind diese Idioten? Ding sieht sehr depressiv aus. Hi. Ole, 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 ole. Hey du da, wir wollen über die Brücke, aber wir haben keinen Bock zu latschen. Lass mal dein Fahrrad überwachsen. Und zwar da. Mit dem Rad können wir den anderen Arena-Scheren schon prima den Weg abschneiden. Und dann heißt es, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Das ist doch Wahnsinn. Ihr habt ja noch nicht mal einen Rotom, um das Fahrrad in Betrieb nehmen zu können. Hilfe, die wollen mein Fahrrad klauen. Du musst etwas gegen diese vielen Diebe unternehmen. Verpasst ihnen eine Abreibung. Na, guck mal, ihr Idioten. Klauen? Wer hat denn was von Klauen gesagt? Wir wollen uns das Rad bloß borgen und damit ein paar Arena-Changer um uns herzuscheuchen, bis sie viel zu erschöpft zum Kämpfen sind. Aber kriegt jetzt erstmal einen Kampf ordentlich auf die 12. Ole, ole, ole. Ja. Ah, alles klar. Diese Typen, ey. Ich habe das Gefühl, das Ding von meinem Ding war voll ultra stark ist oder so. Deswegen weiß nicht, lasse ich das erstmal im Team. Flauch. Ja. Kampf ist effektiv gegen Unlicht. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte das eine Windel an irgendwie. Die Farben irgendwie so
Möfte sind so ein ganz klein bisschen anders. Warte mal, du bist, glaube ich, normal und nicht, ne? Ich glaube, dann bist du jetzt tot, ne? Ja. Ein Volltreffer. Rock. 589. Ja, Ding wird doch sowas von überstark. Oh, du hast ein weiterentwickeltes. Aber es ist auch nun nicht. Also ja. Jetzt pass mal auf, du. Oh. Der Attacke hat auch verfehlt. Ich glaube, Käfer ist auch schon wieder am Volltreffer. Ach ja, ich habe ja einen Expertengurt an mit ihm. Ich glaube, die wollten vielleicht, dass ich diese XP-Dinger irgendwie auf Toxel anwenden sollte, oder? Wir sind hier, also wir stellen uns jeden Trainer in den Weg. Damit das Ding irgendwie schon recht stark ist, ne? Oh, das ging nach hinten los. Hey, wir wollen doch nur ein Fahrrad haben. Kommen uns ja nicht in die Quere. Nur von Team Gelb fordert dich heraus. Zubiris. Das Pokémon, das in der dritten Generation überhaupt keine Schwäche hatte. So, du gehst jetzt erstmal wieder weg. Wir machen das schon. Keine Angst. Du bist Unlicht und Geist. Nee. Warte mal, Zornklinge. Müsste neutral sein, ne? Kiratze. Ich glaube, mit dem Feentyp hat das Ding jetzt aber wieder eine Schwäche bekommen, ne? Ich bin nicht irre. Weil in der dritten Generation war es, glaube ich, das einzige Pokémon, das keine Schwäche hatte. Dagegen, dass kein Typ sehr effektiv war. Volltreffer. Ich meine, nur gegen Fee anfällig zu sein, ist jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Du hast nur einen Typ, der gegen dich effektiv ist. Hallo. Und das Ding hatte eine Mega-Entwicklung. Hatte. Wurde jetzt ersetzt durch Dynamaxing. Ne? Oh, das Fahrrad hat mich abgelenkt, sonst hätte ich nicht verloren. Du bist einfach zu stark. Wir sollen unseren Favoriten denn da die Arena Challenge gewinnen. Das hilft nur eins. Wir müssen noch härter sortieren. Wart's nur ab. Und irgendwie eine riesige Klammer irgendwie am Rücken. Oh, du bist echt der Wahnsinn. Und sehe ich da einen Pokédex. Dann kann Rotom ja auch nicht weit sein. Weißt du was? Bevor die Typen von Team Yell hier wieder aufkreuzen und mir mein Rad klauen, schenke ich sie einfach. Für Rotom gibt es nichts Tolleres als Motoren. Deshalb schüpfen sie sehr gerne in allerlei Geräten, die einen Motor haben. Das hat mich auf eine gute Idee gebracht. Was, wenn man ein Fahrrad mit einem Motor ausstattet? Dann kriegt man ein Motorrad. Und siehe da, es ist sofort hineingeschlüpft. Aha. Du siehst noch ziemlich skeptisch aus, aber kein Problem. Mach doch einfach mal eine Probefahrt. Wünsche dir und deinem Rotom viel Spaß mit deinem neuen Fahrrad. Wo fahrst du noch? Steig schon auf. Rotom kann es sicher kaum erwarten. Mit deinem Rotom-Rad. Ein Fahrrad mit einem Motor, in dem sich ein Rotom befindet. Dank des Rotom-Turbos reicht das Rad absolute Spitzengeschwindigkeit. Augenblick, ich lese ein paar Zeilen aus der Bedienungsanleitung vor. Drücke den Plus-Knopf und den Minus-Knopf, um mit dem Rotom-Rad zu fahren. Oh. Habe ich denn die Kleidung schon wieder her? Oh Gott. Krass. Flinkfehler. Ah, das sind so EV-Dinger, ne? Stimmt eigentlich mit Temiel nicht. Sie sind ganz schön miese Fans, wenn sie anderen Leuten schaden, nur um einem Favoriten zu helfen. Ich glaube, sie sind ganz schön große Fans dann, wenn du mich fragst. Ferner kann man das Stadion von Claw City sehen. Bald wirst du auch du dort kämpfen. Ich will noch so ein bisschen hier vorausschauen, in Hoffnung, dass niemand Nerviges hier kommt. Ihr wisst genau, wenn ich meine, ne? Ah, da steht der auch direkt da. Ein Schritt näher, du musst gegen mich kämpfen. Nur so als Vorwarnung. Tschüss. Hey, wo gehst denn du hin?
Hey, wo gehst du hin? Okay, irgendwie wohin genau? Na, naja, fange ich jetzt nicht an. Ich voll nervig jetzt gerade zu kommen. Okay. Hier mit dem Fahrrad einfach rein. Alles klar. Ich habe mir offscreen meinen Namen für mein neues Teammitglied Fragezeichen überlegen, dass ich das große Potenzial sehe. Und ja, würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Pokémon Schwert. Und ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.